noch lachen unsere Z-Promis, die jetzt gerade am Flughafen in Australien gelandet sind. Und damit herzlich willkommen zu Bild Live. 12 Menschen ziehen wieder in den Dschungel. Einige kennt man, die meisten aber wie immer nicht. Und der Mann, der diese ganzen Leute in Brisbane in Empfang genommen hat, das ist mein Kollege Marc Pittelkau. Und da schalten wir direkt mal rüber. Marc, wie ist denn die Stimmung im Flughafen da in Australien bei dir? Ja, es ist jetzt schon etwas ruhiger. Wir haben ja hier schon die frühen Abendstunden. Es ist jetzt kurz nach 8. Und mehr als die Hälfte der Kandidaten sind ja schon angereist in den vergangenen 2 Tagen. Heute Abend, also gerade eben, hier Sydney Youngblood, den ihr vielleicht noch aus den 90er Jahren kennt. If Only I Could, einer seiner größten Hits. Jetzt singt er im Dschungel, beziehungsweise versucht sich im Dschungel die Krone zu holen. Ihr seht ihn hier im Hintergrund, die Kollegen von RTL sprechen gerade mit ihm. Ja, und Natascha Ochsenknecht ist heute Abend auch angereist. Es hieß ja eigentlich, dass sie mit der Tochter Cheyenne kommt. Cheyenne ist ja ihre 17-jährige Tochter, und die sie auch begleitet, aber sie kommt mit einem anderen Flieger und sie fliegt auch nicht Business wie Frau Ochsenknecht, wie die Mama, sondern fliegt Economy. Und leider hat auch der Papa, der Uwe Ochsenknecht, der Schauspieler, auch verboten, dass sie sich hier in dieses Dschungelgeschehen mit einmischt. Vielleicht hat er Angst, dass da irgendwas abfärbt, und er sieht sich ja eher als seriösen Schauspieler. Und Natascha ist da etwas lockerer, aber wir werden offiziell wohl mit der Cheyenne gar nicht reden können, weil die sich hier wirklich nur als sozusagen 17-jährige Tochter mit in das Geschehen eben nicht einmischt. Aber Marc, du hast ja mit vielen anderen Kandidaten sprechen können. Wie waren die so drauf? Wovor haben die vielleicht Angst? Worauf freuen sie sich? Naja, die meisten sagen natürlich immer, sie wollen die große Herausforderung und freuen sich auf dieses Abenteuer. Aber wir wissen ja alle, dass bei den meisten stecken einfach Geldsorgen dahinter. Die Leute sind einfach blank und brauchen einfach wieder ein volles Konto. Und da natürlich diese Sendung hier die bestbezahlte Unterhaltungssendung im deutschen Fernsehen ist, wenn es einem nicht so gut geht, dann überlegt man schon mal, ob man Maden und Kakerlaken schluckt und dafür halt manchmal bis zu 100.000 und mehr Euro einstreicht. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und nach außen hin wird es natürlich immer so dargestellt, wie zum Beispiel heute habe ich ja gesprochen schon mit dem David Friedrich, den man vielleicht kennt aus der Ex von der Jessica Pasca, der bei Bachelorette gewonnen hat. Oder eben der Daniel Negroni, den kennt man vielleicht auch noch aus DSDS-Zeiten. Da war er mal Zweiter im Jahr 2012. Da ist auch nicht mehr so viel Kohle da. Und ja, dann macht man halt Dschungel. Da ist er, ja, ich sehe ihn tanzen. Aber er hat sich die Haare extra neu färben lassen heute. Und da kann er sich mit der Katzenberger-Schwester zusammentun, hat er auch schon gesagt, weil die hat sich ja auch die Haare wild gefärbt ins Braue. Und ja, hier ist sie noch blond. Das ist Roxelle. Ja, die ist heute auch angereist. Allerdings hat die sich auch mittlerweile die Haare wieder färben lassen. Den haben wir da. Matthias Mangiapone, oder ein ganz exquisiter Herr, der feiert heute Geburtstag, aber nicht sein, sondern dem von seinem Lover, den sehen wir hier hinten im Bild. Das ist der Hubert, der feiert heute seinen 50. Die machen sich heute noch einen schönen Abend. Natürlich der Trinkmann, wie man ihn nennt. Ansgard Trinkmann. Der hat sein Rollerblade dabei, das ist ein Glücksbringer. Das kann er im Dschungel zwar nicht nutzen, aber er sagt, das bringt ihm Glück. Und er nimmt es tatsächlich auch in den Dschungel mit rein, witzigerweise. Hätte er vielleicht auch einen Fußball mitnehmen sollen, aber das hat er auch schon Ike Hässler im vergangenen Jahr nicht gemacht, weil er lieber ein Kissen dabei hatte. Das hat der Brinkmann übrigens auch als sogenannten zweiten Luxusartikel. Und was denkst du denn, wer ist denn die größte Diva im Camp? Also wo besteht das größte Zoff-Potenzial? Also da würde ich schon ganz klar sagen, das wird Tatjana Axell sein, weil die hat schon wirklich ein Dievenpotenzial und ich glaube, die kann auch, wenn ihr irgendwas nicht passt, ganz unangenehm werden, also auch gegenüber ihren Mitkandidaten. Und man muss sagen, das wollen wir ja sehen, sowas. Ne? Das nützt ja nichts, wenn man da so ganz liebe
liebe Menschen da reinschicken, die den ganzen Tag nur nett zueinander sind. Wir wollen ja, dass da ein bisschen Rabatz ist, damit wir auch was zu lachen haben, wenn wir vorm Bildschirm sitzen. Und ich glaube, da ist eine Frau Xell wahrscheinlich auch ihr Geld wert. Da lassen wir uns überraschen. Also man hat natürlich öfters schon mal Fälle gehabt, dass man da Leute reingesetzt hat, von denen man geglaubt hat, dass die richtig Zirkus machen, und dann kam gar nichts. Ja, also wenn wir uns letztes Jahr erinnern an Gina Lisa, da hat ja jeder gesagt, da knallt es ganz gewaltig, und da war sie ganz zahm. Da hat sie sich an den Hanni rangemacht und war einfach die Sympathie in Person. Und das kann natürlich auch passieren. Oder als zum Beispiel bei Gunter Gabriel, bei solchen Leuten zahlt man ja immer hohe Summen in der Hoffnung, dass da was kommt. Aber manchmal kommt halt nichts. Alles klar, Marc. Vielen, vielen Dank. Bleib bitte noch vor Ort für uns. Wir schalten rüber, sobald es was Neues gibt. Und bei mir im Studio ist jetzt unser Dschungelexperte Ingo Wohlfeil. Ingo, es gibt ja eine Schock-News dieses Jahr. Junior ist nicht mehr dabei. Stimmt das? Das ist korrekt. Also das weiß man noch gar nicht. Also jetzt erfahrt ihr es gerade zum ersten Mal. Junior, das ist der Bodyguard, also der Mann, der die Menschen morgens um 6 Uhr geweckt hat mit Get up, wake up! Und überhaupt keinen Spaß verstand, aber war wirklich ein sehr beliebter Mensch, gerade beim Team und auch bei den Kandidaten. Hinter der Kamera soll ein ganz, ganz lieber, zärtlicher Kerl gewesen sein. Auf Junior werden wir verzichten müssen. Mal gucken, wer jetzt die Kandidaten weckt vor dem Abflug mit Wake up, no fun! Also der zweitbeliebteste nach Dr. Bob dieses Jahr nicht mehr dabei. Du hast ja die letzten Jahre immer mit deiner Dschungelshow, du warst immer ganz, ganz nah dran an den Teilnehmern. Wie ist das denn mit der letzten Staffel? Von den Leuten hört man ja weniger. Wer ist da Gewinner und wer Verlierer? Also fangen wir mal mit den Verlierern an. Also jeder, der in den Dschungel geht, hat ja große Pläne, aber jeder ist letztendlich seines eigenen Glückes Schmied, was er daraus macht. Und Sarah Joel zum Beispiel ist bei mir in den Flops auf Platz 3, wollte ganz groß durchstarten als Sängerin, Bookerin und Diskothekerin auf Mallorca, hat komplett verbrannte Erde hinterlassen, hat dann auch die Insel verlassen, ist dann noch kurz nach Ibiza rüber, da hat es aber auch nicht funktioniert. Also Sarah Joel ist kurz davor, für mich in der Versenkung zu verschwinden. Ähnlich ist es mit dem Zweitplatzierten aus dem letzten Jahr, nämlich Florian Wess. Wir erinnern uns, Florian Wess durfte eigentlich nur in den Dschungel, weil der dämonische Manager von Florian Wess auch Gina Lisa unter Vertrag hatte und RTL so lange beschwatzt hat, ihr bekommt die Gina Lisa, aber nur, wenn ihr den Florian Wess nehmt. Und so kam Florian Wess zu kurzem Ruhm. Er hat es ja versucht als Tarzan und Jane mit Gina Lisa. Die Band hat sich getrennt. Und er singt jetzt weiter mit Nicole Mead, aber das auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch Gina Lisa, muss man sagen, hat schlecht performt letztes Jahr. Auch in diesem Jahr im ganzen letzten Jahr lief es nicht so gut. Verurteilung rechtskräftig, sie darf nicht mehr behaupten, vergewaltigt worden zu sein. 20.000 muss sie jetzt hat sie als Strafbefehl bekommen. Aber der Hauptverlierer ist Hanni. Wir erinnern uns noch an die Memme, an den Oberlappen aus dem letzten Jahr. Hanni wollte als Moderator durchstarten bei Sonnenklar TV. Nach 2 Sendungen war Schluss. Er wollte als Sänger durchstarten, war auf Mallorca schon gebucht, ist dann nicht in den Flieger eingestiegen, kam nie und hat jetzt auch seine öffentliche Karriere an den Nagel gehängt, will wieder was Robustes, Seriöses machen, hat sich zurückgezogen und uns noch ein Lied hinterlassen, was gerade, ich habe nochmal auf YouTube geguckt, keine 50.000 Abrufe hat, wenn ihr ein bisschen helfen wollt. Der Montag von Hanni Kien gibt es auf YouTube mit 47.000 Abrufen. Also 4 große Verlierer, finde ich, aus dem letzten Jahr, aber es gibt auch durchaus Gewinner. Wäre das zum Beispiel deine nächste Frage, Ingo, was könnten denn die Gewinner sein? Ich habe dir nichts hinzuzufügen. Also sehr begeistert hat im letzten Jahr, finde ich, Kader Loth. Einerseits mit Dummheit, Dievenhaftigkeit, aber auch lustiger Schlagfertigkeit. Sie hat sich wunderbar ins Gedächtnis zurückgeholt. Großer Gewinner Jens Büchner, einer der polarisierendsten Auswanderer überhaupt. Er singt auf Mallorca in jedem Urlaubsort über 1.000 Touristen. Ist also wunderbar gebucht. Er ist der erfolgreichste Auswanderer. Also dem jungen Mann scheint die Sonne aus dem Hintern. Also er hat wirklich viel draus gemacht, aber besonders auf Mallorca, wo er tatsächlich aus der Künstlerszene kaum wegzudenken ist. Ebenso Mark Terenzi, The Regals, I Date What I Can. Mark ist auch zurückgekehrt nach Mallorca, und zwar mit den Sixpacks. Das ist eine Stripper-Band oder Stripper-Combo. Und hat da 3-4 Auftritte in der Woche gehabt, hat sogar auf Mallorca gewohnt, hat gedatet what he could.
Also hat alles mitgenommen, was er konnte. Und das im weitgehend nüchternen Zustand. Und jetzt geht er sogar mit den Sixpacks auf Tour und wird bei uns auch demnächst in der Dschungelshow zu sehen sein. Allerdings, ich glaube, erst zum Finale. Okay, Stichwort Sixpack. Es gibt ja immer im Dschungel eigentlich nackte Haut zu sehen. Irgendjemand lässt die Hüllen fallen, bewusst oder unbewusst. Jetzt haben Sandra Steffel und die Schwester von Daniela Katzenberger, Jenny, gesagt, sie werden sich auf gar keinen Fall im Dschungel nackt zeigen oder ausziehen. Wie ist das aus deiner Erfahrung? Vergisst man die Kameras denn so schnell, dass man auch Spitterfaser nackt auf einmal unterm Wasserfall steht? Also wenn man Michaela Schäfer ist, dann vergisst man das nie und ist dann auch permanent nackt. Und wir erinnern uns ja, dass Michaela damit auch wirklich stark punkten konnte. Ich glaube kaum, dass eine Frau Steffel oder eine Katzenberger Schwester mit ihren nackten Vorzügen unbedingt punkten könnte, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Nacktheit gar nicht so wichtig ist, sondern wichtiger ist eher, wenn man Sieger werden will, emotionale Intelligenz, Einfühlsamkeit in die Gruppe und vielleicht so ein kleines Alpha-Männchentum. Aber immer dienlich im Sinne der Gruppe sein und dann ist man dem Sieg schon erheblich näher, als wenn man dievenhaft rumzickt. Und eine Menge Dieven haben wir ja dieses Jahr im Camp durchaus dabei. Das stimmt. Wir schalten jetzt noch mal ganz kurz nach Brisbane zu meinem Kollegen Sydney Youngblood. Pittelkau. Marc, was ist bei dir gerade los? Wer ist angekommen? Ja, wie ich schon sagte, Sydney Youngblood ist hier. Der hat uns gerade schon ganz nett begrüßt. Der große Sänger der 90er. Und hier vorne können wir sehen, ist auch Natascha Ochsenknecht, die auch gerade im Gespräch mit RTL ist. Natürlich der Haussender hier und ja, sie sieht ganz entspannt aus, trotz der langen Reise, die sie hinter sich hat, aber sie ist ja immer ganz, ganz nett zurechtgemacht. Ne? Das stimmt. Und sag mal, Marc, wer war dir denn bis jetzt, du hast jetzt alle in Empfang genommen, wen fandest du bis jetzt am sympathischsten? Also, obwohl ich eben gerade nur wenige Worte mit ihm geredet habe, würde ich sagen Sydney Youngblood, weil der hier auch, alle, die ihn kennengelernt haben, sagen, das ist der größte Sympathieträger. Und man sieht ja schon, wie freundlich er lacht. Und das ist, ja, einfach, ich glaube, der hat gute Chancen, Sydney zum Dschungelkönig, ne? Ja, ich hoffe schon. Ja. Tja. Eine Menge gute Laune mitzubringen. Gibt es denn auch jemanden, wo du denkst, oder was denkst du, wer wird als erstes das Handtuch schmeißen? Wer hält am kürzesten durch? Das ist eine gute Frage. Das ist immer meistens sind die größten Mund haben, dann diejenigen, die am ehesten rausfliegen. Hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen. Aber naja, die Jenny vielleicht, die Katzenberger Schwester, die ist ja leicht angeschlagen, die ist ja erkältet und hat sich ja auch eine kleine nicht Bronchitis wie Hanni letztes Jahr, aber Erkältung zugezogen, also durch den Zug. Also ich weiß nicht, wie kränklich sie ist oder wie schwer das in den nächsten Tagen sich weiter entwickeln wird oder ob sie sich auskurieren kann. Aber das hängt natürlich immer davon ab, wie fit jemand ist, ne? Also auch körperlich. Also mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich auch für viele eine psychische Belastung ist. Gerade wenn die ersten Prüfungen anstehen, und die stehen ja am ersten Tag an. Und da wird sich so zeigen, ob von manchen Leuten dann, die einen großen Mund hatten, ob sich das dann auch wirklich in der Realität bewahrheitet. Ansgar könnte natürlich auch einer werden, der lange drin bleibt. Der hat auch, ähnlich wie der Sydney, glaube ich, ganz gute Chancen. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Vielleicht eine letzte Frage noch zum Schluss, Marc. Was ist denn in diesem Jahr neu? Ist überhaupt was neu beim Dschungelcamp? Naja, es ist halt jetzt im vergangenen Jahr hatten wir ja zwei Camps in der ersten Woche, wenn ihr euch erinnert. Da haben die ja gegeneinander gekämpft und sind dann nach einer Woche zusammengelegt worden. In dieser Woche ist es so, dass in diesem Jahr. So, da ist uns die Leitung nach Brisbane leider abgebrochen. Aber wir schauen mal eben auf die Ankunft von Ansgar Brinkmann. Da gab es nämlich das Gerücht, er soll wohl Whisky im Flieger getrunken haben. Wenn
wenn dann irgendwas kommt, was über meinen Stolz geht, über meinen Charakter geht, über meine Mentalität geht, dann kann es gut sein, dass ich auch wirklich sage, okay, das mache ich jetzt nicht, das esse ich nicht, braucht kein Mensch. Und dann gibt es halt keine Sterne und dann gibt es auch mal nichts zu essen, aber das ist mir dann wichtiger, als irgendwas zu essen, wo ich nicht hinterstehe. Also das Erste ist natürlich nicht ernst gemeint, das ist dann auf diese Situation bezogen, die du da hast. Du kannst nichts wohin, es gibt mal Stress, es gibt Zickenalarm und hast du nicht gesehen. Ja, ich habe mir die Kandidaten und Kandidatinnen natürlich auch schon angesehen. Da sind auch ein paar Lichtblicke dabei und wie heißt diese Katia? Katia, die ist, glaube ich, die Kolumbianerin, ist echt ein Lichtblick. Ich glaube, das Erste, was ich dir sagen werde, ist, können wir bitte erst miteinander schlafen und dann reden, ist entspannter. Aber nein, definitiv nicht. Also wie gesagt, ich habe jetzt 20 Jahre Abschiedskampf hinter mir, habe 20 Jahre lang nichts gewonnen und diesen Titel brauche ich jetzt auch nicht. Also jeder weiß, dass ich eigentlich gar kein Geldmensch bin und vor einigen Jahren bin ich schon oft angefragt worden, da hätte ich wirklich Geld gebraucht, habe es auch abgelehnt. Jetzt, wo eigentlich alles gut ist, wo ich frei bin, mache ich es trotzdem und ich mache es ja auch freiwillig. Ich bin jetzt nicht so der ängstliche Typ, aber also ich kann Angst auch ganz gut überwinden. Aber wie gesagt, da sind ein paar Übungen dabei, die kein Mensch braucht. Ja, die Essensübungen zum Beispiel, wenn es dann so sein sollte, okay, wird man sehen, was da auf einen zukommt. Aber am liebsten sind einem natürlich diese sportlichen Übungen. Aber gut, der Dschungel ist da unberechenbar und RTL ist da auch gnadenlos. Und ja, die wollen dann natürlich auch schon so ein bisschen Scheiße aussehen lassen. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man etwas nicht gewinnt. Also, diese Bilder, wie gesagt, mit dieser Krone auf dem Kopf, deswegen gehe ich auch ganz gelassen rein. Also ich muss das Ding nicht gewinnen, will das Ding nicht gewinnen. Aber ich glaube, es wird schon eine Erfahrung. RTL leiht sich 10 Tage meines Lebens. Ich kenne Menschen, die verleihen ihr ganzes Leben. Und danach sitze ich dann wahrscheinlich in Bielefeld, gehe wieder longboarden und treffe meine Freunde. Ja, das war Ansgar Brinkmann und bei mir im Studio ist immer noch Ingo Wohlfeil, Dschungelexperte. Ingo, das ist ja eine ganz coole Socke. Zählt er zu deinen Favoriten? Definitiv. Allein dieses verschmitzte Grinsen, dieses, dass er eigentlich das Leben überhaupt nicht ernst nimmt, macht ihn zum großen Favoriten und endlich mal ein Fußballer, der auch wirklich was zu erzählen hat. Ich meine, Icke Hässler hätte auch eine Anekdote nach der anderen schleudern können, hat es aber vorgezogen, zu schweigen. Ailton, da scheiterte es am sprachlichen Unvermögen, aber der Mann hat Witz, der hat Power und ich glaube, er hat eine Menge zu erzählen. Und deine Eingangsfrage, er ist tatsächlich nüchtern in Australien angekommen. Er wollte eigentlich Whisky an Bord trinken, ist dann aber eingeschlafen. Kann ja mal passieren. Die meisten schlafen ja erst nach dem Whisky ein und er schon vorher. Ja, gibt es denn jemanden, den du für überflüssig hältst im Dschungelcamp? Ja, definitiv. Also ich war eigentlich wirklich ernsthaft schockiert, dass Natascha Ochsenknecht drin ist, die uns schon entsetzlich gelangweilt hat bei Promi Big Brother. Sie war ja schon mehrfach Gast in dieser Show. Ich schätze sie sehr, dennoch bin ich genervt, dass sie in dieser Sendung ist. Weil Natascha hat hauptsächlich zwei Themen. Das eine sind ihre körperlichen Gebrechen, von denen hat sie zahlreiche. Und das zweite ist eigentlich ihre verkorkste Ehe mit Uwe Ochsenknecht. Das geht einem irgendwann mal auf den Keks. Und vor allen Dingen hat man diese Geschichten schon häufiger gehört. Auf wen ich mich freue, ist Katja, die in die Fußstapfen von Michaela Schäfer treten könnte. Wir haben sie beim Bachelor gesehen, alle Mädchen waren angezogen, nur Katja nicht. Das hat ihr sehr viele Feindschaften eingebracht und war damit eine der großen Trägerinnen vom Bachelor. Das könnte sie eventuell wieder werden. Youngblood hat insofern Chancen, dass englischsprachige Sänger recht hoch im Kurs stehen beim Dschungel. Also wir hatten Ross Anthony als Gewinner, letztes Jahr Mark Terenzi. Allerdings, glaube ich, wird Youngblood eher nach seinem guten alten Song Sit and Wait dort vorgehen, nämlich sitzen und warten, dass der ganze Krams vorbeigeht. Wenn es nach mir ginge, sollte Ansgar Brinkmann der erste Sportler sein, wenn ich mich jetzt recht erinnere, der den Dschungel nach Hause bringt, also die Königskrone.
Wir werden es auf jeden Fall erfahren, auch in deiner Dschungelshow, die ja am Freitag startet. Richtig, um 20.15 Uhr mit, ich glaube, 1500 Gästen. Also wir haben wahnsinnig viele Skype-Schalten zu ehemaligen Dschungelcampern. Wir haben welche hier, zum Beispiel Patricia Blanco, die eine Menge über ihr bewegtes Jahr erzählen kann. Fett absaugen, Ganzkörper rund um Mallorca, angeblich irgendwelche Läden aufmachen. Dann ist Jamila Rowe da, die war bei Adam sucht Eva. Das sogenannte Botschaftsluder war sie, glaube ich, früher mal, die einige der Kandidatinnen sehr gut kennt und uns da auf dem Laufenden halten wird. Der fast Bundespräsident Walter Freiwald wird da sein und die Frau, die nach solchen Shows alle verklagt, nämlich Sarah Knappig. Das wird eine anstrengende Show, die geht ungefähr über 5 Stunden, 20.15 Uhr bis ca. 1 Uhr nachts hier bei uns auf bild.de, auf Facebook, auf den Bildkanälen und auf YouTube. Also ein Pflichtpunkt für alle Dschungelfans. Am Freitag 20.15 Uhr. Vielen Dank, Ingo. Und das war's von Bild Live. Und damit wünschen wir euch einen guten Start in die neue Woche.